Ahoi und schön, dass ihr mit dabei seid bei einer weiteren Runde Phasmophobia. Mit mir dabei ist der Marek. Hallo. Ja, und wir machen so ein bisschen Corona-Stream, weil wir sind wirklich beide krank. Wir sind beide gerade parallel positiv getestet. Und ja, können jetzt eigentlich eh nur irgendwie abhängen, spielen, auskurieren. Aber deswegen kann es auch sein, dass wir mal ab und zu ein bisschen rumschniefen oder rumhusten. Also, ich glaube, Marek, bei dir ist es momentan ein bisschen schlimmer als bei mir, oder? Ja. Aber das interessiert die Leute nicht, von daher lassen die Geister jagen. Vielleicht interessiert es die Geister. Vielleicht können wir mit unseren Stimmen irgendwie die Geister vertreiben. Also, ey, Scheiße, hört hier sich gruselig an. So. Genau. Tasten wieder gefunden. So, was nehmen wir mit? Taschenlampe. Videokamera. So, der Geist heißt Ruth Jones. Die Ruß. Was müssen wir machen? Optionale Ziele. Juhu, wir sollen bekloppt werden und Geister-Event und Räucherstäbchen. Wer ist das verfluchte Haus von Ruth Jones? Also hier haben wir Tarotkarten. Moment, ich sehe noch gar nichts. Tarotkarten. Hier ist der Knochen. Ah, genau, das Licht ist nicht hier drin, sonst wärst du hier nicht schon. Der Amphi. Hier in dem Bereich. Im Baderaum. Guck mal, ob ich unten das Licht finde. Genau. Da sind doch schon Geisteraktivitäten, oder? Das Licht gefunden, mache an. Ich habe auch Minusgrad hier. Es werde Licht. Boah, das ist ja, geht ja Schlag auf Schlag. Haben wir noch gar nicht. Genau, also wir spielen auf jeden Fall auf Profi. Boah, ist das hell. In the face. Okay, Kamera hast du gerade schon mitgenommen. Dann tacker ich hier mal irgendwo einen Bewegungssensor ran. Oh ja. Hallo? Ja, ich hatte da Knoten. Da könntest du bitte aufhören, deine Taschenlampen immer in Laufrichtung zu legen. Weißt du, ich habe voll empfindliche Augen und das rutzelt mir echt immer die Netzhäute weg irgendwie. Wir haben Orb. Moment, ich komme ja gar nicht hinterher. So, was haben wir? Gefriertemperaturen und wir haben Orb, da fehlt ja nur noch eins. Revenant, Yuri, Hantu oder Oreo. Also EMF können wir ausschließen. So, geistig sind wir noch völlig fit. Können wir vielleicht ein Buch gebrauchen? Ja. Also, er war auf jeden Fall schon ein bisschen. Ach, ein Fotoapparat. Wir brauchen noch ein bisschen Cash in die Tasche. Hab ich dabei. Sehr gut. So kann es aber auch nicht sein, dass du meine Taschenlampe wegwirfst. Auf jeden. So, ich mache jetzt erstmal ein bisschen Licht. Ob es dem Geist gefällt oder nicht. Bist du hier? Hey.
Ah ja. Da ist ein Steppi. Ja, da ist ein Fußabdruck. Er ist barfuß, hat er 6 Zehen? Weg ist er. Bist ich sehe du noch. Hier? Der ist. Oh. Der steppt da die ganze Zeit vor dem Klo rum. Na, hier draußen macht das jetzt. Ist aber auch witzig, dass der Abdruck im Salz ein Schuh ist. Aber die Abdrücke sind dann mit barfuß. Hast du das Buch schon platziert? Nein. Schreib in das Buch. Irgendwo ist das Licht ausgegangen, oder? Oder du hast. Oder es ist weniger Taschenlampe. Wenn du hier bei uns bist, dann. Achso, das war der Bewegungssensor. Dann schreib in das Buch. Ich guck mal ganz kurz, was unsere geistige Gesundheit sagt. Ja, wow, wir haben ganze null Aktivität. Ja, wir können ja, wir haben ja noch 4 Mal, also genau. Rein damit. Mach dem Geist mal eine Kerze an, vielleicht ist er dann irgendwie ein bisschen kommunikativer. Mhm. Und räuchern mussten wir noch, ne? Nur wenn wir gejagt werden. Ach so, na, das ist so schwer. Er hat hier an der Tür rumgefingert. Da kannst du ja nochmal checken, aber wie Fingerabdruck hinterlassen hat. Ich, achso, ja. Schnell, schnell. Nee, ich sehe nichts. Ich habe hier vorne in der Küche jetzt auch Atem. Ich habe Atem. Ruth Jones. Oh, die Bist Kerze du ein ist, Kind? Die Kerze ist ausgegangen. Hol noch mal ein Fotoapparat, vielleicht können wir noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Er ist jetzt hier vorne rumgesteppt, auf jeden Fall. Ich habe gerade einen. Ist ja voll in die Ferse gelatscht. Aktivität immer noch null. Bist du hier, Rose Jones? Zeige dich. So, Revenant Yurai Hantu. Ja, Buch könnten wir noch. Könnte es noch sein. Box könnte es noch sein. Das haben wir natürlich noch nicht gemacht, ne? Er hat sich verlagert. Der ist jetzt vorne bei der Tür, ne? Der will, kommt so langsam mit. Garage. Rein. Echt, Garage? Ja. It's a Wandergeist. Ruth Jones. It's a Wanderer. Yes, a Wanderer. So, dann. Kerze mochte er. Bist du hier, Ruth? Ich glaube, ich mache mir schon mal einen Fluchtweg auf. Achso, ist. Okay, sehr gut. Zur Not flüchte ich in den Keller. Der sicherste Platz im Haus. Ruth, bist du hier? Wie hieß die? Ruth Jones. Bist du bei uns? Aktivität 0.
Gib mir ein Zeichen. Haben wir Gin noch offen? Nee. Ich habe das Gefühl, irgendwie, wenn es dunkel ist, ist er aktiver. Bist du hier, Ruth Jones? Aber das Doofe ist echt. Ich merke das vorher immer schon. Wir haben jetzt ein bisschen länger kein Phasma mehr gespielt. Und ich weiß vorher schon, wenn jetzt irgendwas passiert, dann werde ich mich voll erschrecken. Obwohl ich das Spiel kenne und alles, aber oh, ich merke das vorher einfach schon. Ruth Jones, wo bist du? Are you here? Kerze ist aus. Schreib in das Buch, Ruth Jones. Irgendwie passiert gar nichts mehr. Hey, wer hätte das gedacht? Aktivität 0. Obwohl. Hast du schon versucht, mit ihr zu sprechen? Ja. Hier war ja wieder an der Tür, aber da ist kein Fingerabdruck. Ich glaube, das kann man streichen. Ruth Jones. Bist du hier? Kannst du mit mir sprechen? Talk to me. Also hier ist auf jeden Fall der Knobi-Atem. Da hat sie wieder irgendwo gefingert. Bist du hier? Bist du ein Kind? Bist du alt? Bist du hässlich? Stinkst du? Na. Ah! Sie stinkt! Es ist nicht so schlimm, wenn man stinkt, Cruz. Also, nach seinem Tod nehme ich an. Da ist das wohl normal. Vor seinem Tod ist auch nicht so schlimm. Ist so für die anderen schlimm. Sie flackert hier mit den Lichtern. Hä, wie vor dem Tod? Ist es nicht schlimm, wenn man stinkt? Na, für sich selber nicht, für die anderen nur. Ach so. Komm mal lieber zurück, du hast nur 40. 40? Oh Gott. Vielleicht ist sie deswegen auch aktiver geworden, aber dass sie trotzdem nicht gejagt hat, obwohl ich nur 40 hatte. Ich würde sagen, es ist Zeit für härtere Maßnahmen. Lass uns die Tarotkarte spielen. Keine Ahnung. Okay. Und ich mache das hier nochmal irgendwo. Okay, die Frage ist, wo hier mitten in der Kitchen? Klar. Okay, was haben wir? The Tower. Scheiße, was war The Tower nochmal? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es war irgendwas Gutes, oder? Ich glaube, ja. Okay, du bist dran. Hier. War Tower vielleicht, glaube ich, wieder mehr geistige Stabilität? Ich habe auch so Tower. Auch so Tower? Okay. Ja. Krass, ich dachte irgendwie, jede Karte wäre nur einmal. Hm. Und jetzt? Ruth Jones, wo bist du? Krass, wir haben zweimal die Tarot-Karte gezogen und nichts ist passiert. Alle guten Dinge sind drei, oder?
Es werden meine letzten Worte sein, ich weiß es, aber... The Hermit. Und danach kam gleich The Fool? Na, das ist, das zählt damit nicht. Okay, du bist dran. Wir wollten noch dreimal nur. Aber das zählt ja nicht. Naja, Tom, die Chance ist jetzt zu hoch einfach. Was? Träum weiter, die Chance ist einfach zu hoch, den Tod zu ziehen. Bock, 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 bock. Dann machst du's nochmal. Okay, dann ist es aber meine Mutprobe. Okay. Moment, ich geh raus. Oh Gott. Nein, bleib hier, so war das nicht. Nö, nö, nö. Deine Mutprobe, los. Oh Gott. Ich hab Angst. Zu Recht. The Wheel of Fortune. Das hört sich gut an. Mhm. Ich gehe ganz langsam rückwärts raus. Ich will mein Glück nicht überstrapazieren. Aber ich habe eine Mutprobe geschafft. Ja. Und ich lebe noch. Wir machen nämlich immer pro Runde muss jeder eine Mutprobe bestehen und der andere darf sich die Mutprobe aussuchen. Und... Tja, ich würde sagen, jetzt bist du dran, wa? Ich überlege gerade noch, ob ich jetzt als Mutprobe nehme, aber jetzt sind wir schon so lange dabei. Also, ich würde sagen, ja, ich bestimme dies auch zu deiner Mutprobe. Du musst reingehen und noch eine weitere Karte ziehen von dem Tarot-Deck. Tarot-Deck. Ich glaube ganz einfach, der Geist ist irgendwie friendly. Ich glaube, da wird gar nichts passieren. Okay, dann schauen wir mal. Und? Auch so Wheel of Fortune. Okay, krass, hat man immer dieselben Sachen nacheinander? Keine Ahnung. Das ist normalerweise eher nicht. Oh, du bist echt runter auf 20 von eben gerade 50. Vielleicht ist das einfach, weiß man gar nicht, was genau passiert. Krass. Wir haben ganz viele Tarot-Karten gedeckt und es ist nichts passiert. It's a very friendly ghost. Aber wir wissen immer noch nicht, welcher es ist. Wenn wir Geisterbox streichen, haben wir noch Revenant, Yurei und Chantu. Fingerabdrücke können wir, glaube ich, auch streichen. Ja. Oder? Dann haben wir noch Revenant und Yurei. Schon mal länger geguckt wegen Dots. Dann müsste die Kamera nochmal neu gestellt werden. Ich weiß, das werde ich machen müssen, weil du schon so runter bist. Ich steine hier hin. Hallo? Besonders safe, besonders bei 60, 65. Ich weiß nicht, aber weißt du, das ist so, wir haben jetzt schon die ganze Zeit, lief's gut, keiner ist gestorben, wir haben die Tarotkarten. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt einen Fuß reinsetze, sterbe ich instant irgendwie so, weil es lief halt die ganze Zeit schon so gut. Und dann traue ich dem Geist irgendwie nicht. Vielleicht ist das so seine Masche. Kann man die nochmal drehen? Oh. Ich bin gerade irgendwie. Kann man die nicht drehen? Mit E? Maustaste oder so? Nee, da wechselt halt das Item. Oh Gott, ich bin drinne. Ja, er jagt.
Oh Gott, er ist bei mir. Er will mich. Ich wusste es. Ich wusste es. So ein Aschkampfengeist. Ich war mit dem Fuß zu viel drin, siehst du, und er hat mir drauf gelauert. Die ganze Zeit. Ich wusste es. Bruce, Miss, ich verfluche dich. Er ist Jones. Bruce Jones, ich verfluche dich. Mit deiner perfide Art. Also kam auf jeden Fall aus der Küche. Dann habe ich die Tür gesehen, wie sie sich bewegt hat. Die kam dann auch straight zu mir, ne? Ah, ich wusste es. Bruce Jones ist eine ganz böse. Jatschki. Aber wir haben das Secondary mit dem Geisteszustand unter 25% immerhin erledigt. Bruce Jones ist ein Kind gewesen. Echt? Du bist auch bei übrigens 0%. Ich weiß. So sind Kinder. Im einen Moment so, im anderen so. Hast du sie gesehen oder woher weißt du, dass sie ein Kind ist? Sie stand vor mir. Echt? Ich bin kurz rein. Ich wollte gucken, wo du liegst, um ein Foto zu machen. Ja. Und dann ist sie mir erschienen. Krass. Hier auf den Teppich. Ich glaube, sie hat dort das Licht kaputt gemacht. Jetzt ist sie mad. Ah, da hinten bist du, ich sehe dich. Du guckst in die Wand. Na, gucken, ob das Foto von außen zählt. Nö. Ich denke, du solltest reingehen. Ja, ja. Ich meine, es ist nicht weit. Es ist nur ein Schritt. Was soll bei einem Schritt schon passieren? Komm, trau dich. Trau dich. Es ist nicht weit. Die Ecke. Sie ist auch gerade ganz danke. Woanders. Ich habe sie hier hinten irgendwo an der Tür gehört. Ja, ja. Okay, dann würde ich sagen, es ist Zeit zu gehen, oder? Dass wenigstens du entkommst. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie viel Geld ich noch habe. Wie viele Geisterjäger. Dollar. Ich weiß gar nicht, ob ich mir überhaupt noch irgendwas kaufen kann. Also Revenant oder Yurai? Yurai wäre Dots, da könntest du natürlich einfach nochmal ein bisschen gucken. Wird schneller, wenn er sein Opfer jagt. Hm, versteckt man sich vor dem Revenant, bewegt er sich sehr langsam. Also ich habe mich total in der Palme versteckt. Und er hat sich nicht unbedingt langsam bewegt. Also da würde ich schon fast sagen, das ist eher ein Yurai. Okay. Weil ich war doch sehr versteckt. Wie gehst du? Ich bin der Geisterjäger. Und Rio. What? Das war ein Onryo? Tja, dann war einer von den Sachen, die wir gestrichen haben, war dann doch. Also entweder Dots oder Finger. Printies. Boah, 25 Tacken. Wie viel habe ich denn noch? Ich habe noch 360 Geisterdollar. Ich habe nichts an Equip. Außer für Pillen.
Kauf mir eine starke Taschenlampe. Weil ohne die habe ich noch mehr Angst. Einmal Dots. Naja, ein bisschen was, also. Was tut denn? Ich habe alles drin. Also, mehr kann ich eh nicht kaufen. Was geht? Ich kann mir noch genau ein Kruzifix oder zwei Kerzen könnte ich mir kaufen. Ein Knicklicht und keine Kerze. Salz. Salz ist auch immer gut. Und dann noch eine Kerze. Ich habe noch einen Dollar. Dann müssen wir Sprit noch zahlen. Na, bei den jetzigen Preisen kommen wir aber nur bis von der Hofeinfahrt runter. Ich fühle mich immer noch so ein bisschen, ich bin immer noch so ein bisschen mad, ne, weil ich wirklich nur einen Schritt drin stand und der hinter mir die Tür zugemacht hat. Das war schon echt, weiß ich nicht, finde ich nicht okay. So. Thermometer mal gar keins. Du warst ein bisschen geizig, oder? Mit deinem Equip, kann das sein? Ich habe ja nicht mehr. Ach so, ich dachte, du hast noch gesagt, du hast noch alles. Ich habe gesagt, ich habe alles reingetan, was ich habe. Ach so. Ich dachte so, das hat sich so eher nach dem Motto angehört, so, ja, easy peasy, ich hab noch alles. Kenneth Garcia. Wir müssen halt mit dem arbeiten, was wir haben. Nichts. Kenneth. Kenneth Garcia. Guck mal, er hat gleich eine doppelte Fußmatte. Welcome, welcome. Was etwas über seinen Geisteszustand aussagt. Kenneth, warum hast du zwei Fußmatten? Der Strom ist an. Was ist falsch mit dir? Bei der Map habe ich immer das Gefühl, der Geist kommt auf jeden Fall irgendwann mal hier lang. Irgendwie ist der ganz oft hier im Flur. Jetzt Witchboard. Hola, Señor Garcia. Nada. Warst du schon im Keller? Mhm. Okay, dann gehe ich mal hier nach oben. Kann man sich hier verstecken? Ja. Ist schon mal gut. Okay. Ist immer gut, wenn man einen Fluchtweg hat. Also EMF-mäßig war bisher noch nichts. Im Erdgeschoss, im Keller auch nicht. Oben? Oben ist ja auch noch gar nichts. Hier ist der Knochalli. Hier hat jemand beim Duschen sein Becken verloren. Das passiert mir auch immer. Hallo, Señor Garcia. Haben Sie jetzt eine sehr lockere Hüfte? Gar keine mehr. Keine EMF. Nee. Auch sonst gar nichts, ne? Kein Geräusch, kein... Da hinten geräuscht es. Hörst du das auch? Ja.
Sag mir, dass du das auch hörst. Oh mein Gott, der hat gejagt, oder? Ich glaube schon. Der hat doch gejagt, der Alte. Der alte Kennis. Krasser Scheiß. Ja, Tür war zu. Krass. Weißt du, der macht keinen Mucks. Und dann fängt er einfach an zu jagen. Und ich glaube, ich habe Angst vor ihm. Der ist die ganze Zeit so... Der hat nicht nur seine Hüfte verloren, der hat auch seine Stimmbänder verloren. Okay, wir sind schon ganz schön runter zur Hälfte. Aber der hat nix gemacht vorher, ne? Nix. Und dann fängt er auf einmal an zu jagen. Das Gefühl, die Geister sind heute alle so ein bisschen so hinterrücks, könnte man sagen. Und der kam von unten. Der hat schon länger gebraucht. Also vielleicht sogar... Aber der ist auch fast bis an uns rangekommen, ne? Eieiei, mit dem ist nicht gut Kirschen essen, du, das sag ich dir. Wir sollten das Licht wieder anmachen, damit die Sanity nicht so droppt, oder? Ja. Und es hat sich ja oben so angehört, als würde es aus dem Flur kommen. Also kam der vielleicht von hier hin irgendwo. Ich grusel mich. Ich gehe in den Keller, mach das Licht hier an. Hier im Keller hat er ein, zwei Sachen umgeworfen. Echt? Licht ist an. Ich komme. Ja, hier war sehr aktiv. Ein paar Farbdosen sind unten. Ich hatte hier oben. Also, ich hatte gerade irgendwie eben komischen Herzschlag und hier oben war rotes Licht und so. Okay. Also vielleicht doch oben. Ja, hier haben wir's. Ich gehe raus. Der macht mir Angst. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Lass das doch da liegen. Ist doch gar nicht so schlecht. Ne, da ist EMF. Achso. Ich gehe mal die Kameras inspizieren. Er hat uns einen Stinkefinger gezeigt. 1A Geister, Stinger, Finger, Stinger. Gott. Finger, Stinger. mein Gehirn. Finger, Stinkerli. Er ist da bei der Kamera. Ja, ich sehe ihn. Ich hab ihn gesehen. War sehr durchsichtig. Sehr durchsichtig? Ja. Also schemenhaft. War das dann Dots oder einfach nur so eine Erscheinung? Nee, er stand da als Erscheinung. Jetzt auf einmal ist er mega aktiv, ne? Machen Sie ein Foto von dem Geist. Er stand direkt da beim grünen Licht. Das macht mir Mut. Ich will von dem gar kein Foto machen, ehrlich gesagt. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Vielleicht wegen dem Licht?
Ja, das Licht muss eh wieder aus wegen Orbs. Jetzt auf einmal ist er halt so verdächtig ruhig. Aha, Bewegungssensor müssen wir auch machen. Haben wir überhaupt einen? Ja. Doch einen habe ich da hinten in den Flur gesetzt. Achso. Haben wir bisher schon irgendeinen Beweis? Noch gar nichts, oder? Nee, bisher nicht. Ich mache jetzt das Licht nochmal aus. Bist du? Er jagt! Ja! Da ist er! Er geht hinten, er geht nach oben. Er kommt wieder runter. Er weiß nicht, wo er hin soll. Das ist ein alter Dude mit einer Axt. Er läuft. Das Gute ist, er ist verwirrt. Er ist alt und verwirrt. Er läuft da irgendwo rum. Es ist vorbei. Ich glaube, er ist oben gestartet oder an der Treppe oder so. Oder? Nee. Wo denn? Da links, da ist er auch verschwunden. Also da links im Flur. Bist du hier? Kannst du mit uns reden? Da geht er einfach. Wieso jagt er so aktiv? Ich wollte gerade rausgehen. Ich wollte mich gerade verkrümeln, als die Tür zugegangen ist. Ich habe nur gesehen, ich bin alleine im Haus und gedacht, ich will hier nicht alleine sein. Aber ich glaube, er ist wieder von dort gekommen, von da links. Ja, kannst du mit uns sprechen? Rede mit uns. Gefriertemperatur habe ich gehabt. Oh, das Kruzifix verabschiedet sich gerade hier. Okay. Unten im Keller. Es verbrennt gerade. Hey, unser erster Beweis. Ich guck mal gerade, was unsere Sanity macht. Also, ich habe gerade mal Pillen gefuttert. Ja, ich glaube, das ist nicht keine so schlechte Idee. Immer noch Foto- und Bewegungssensor. Kenneth, bist du hier? Kenneth! Tür? Tür, glaube ich. Ich glaube, er jagt. Ja, er jagt schon wieder. Nachdem er einmal aufgewacht ist, hat er gemerkt, dass er sehr jagdfreudig ist. Ja,
Jagd noch, ist irgendwo, glaube ich, in der Küche gerade gewesen. Hat aufgehört. Ich glaube, er startet unten im Keller. Ja. Dann müssten wir eigentlich mal die ganzen Sachen umplatzieren. Ja, das könnte sein, weil... Er liegt ja schon. Kannst du das dort zwar noch mal ein bisschen reinlegen mehr? Oh. Es ist zwar nur ein alter Opa, aber er hat eine Axt. Ich bin krank. Foto haben wir immer noch nicht. Zwei Beweise brauchen wir noch. Was sagten meine... Ist meine Sahne noch steif oder ist die schon wieder völlig runter? 64. 64. Arbeit. Er jagt doch schon relativ früh immer, ne? Kann es ein Dämon sein immer noch? Also ich weiß nicht, die letzte Info, die ich so habe, hatte, war, dass der Dämon ja eher anfängt, also bei einer höheren Sanity, ich glaube bei 70% schon. Demnach würde das eigentlich ganz gut passen, ne? Was wären das dann noch? Moment. Geisterbuch. Und Fingerabdrücke. Okay, Fingerabdrücke checkst du. Ah, ob das an Corona liegt? Ich habe irgendwie auch das Gefühl, ich bin heute besonders. Besonders. Ja, weiß ich nicht, soll ich sagen. Noch überall Licht. Hat er hier das Licht kaputt gemacht? Ja. Er hat das Licht hier kaputt gemacht. Es geht nicht mehr. Das ist böse. Hier ist er. Hier bei mir. Ach so, ach ja, ich dachte, er jagt. Hast du ein Nee. Foto gemacht? Na, ich habe kein Foto gemacht. Also, ich dachte, er jagt. Nee, Oh. jetzt jagt er. Okay. Gut. Ja, stimmt, hört sich anders an. Eben hat er ja so ganz nett gesummt. Jetzt jagt er. Nein, er jagt gar nicht. Er summt nur. Ah, jetzt summt er. Er jagt nicht. Doch, er jagt. Fingerabdruck haben wir. Ah, sehr nice. Zum Glück findet er den Weg nach oben nicht. Naja, er hat Probleme wegen seiner fehlenden Hüfte. Da hätte er die mal nicht vergessen. Still raus. Also, wir haben Fingerabdrücke. Ja, Dämon, Hantu, ein Djinn oder eine Mimik. Ich würde sagen Dämon. Oh? Ich würde sagen Dämon.
Ja, hier steht, werden häufiger Jagds initiieren. Also das würde auf jeden Fall passen. Ja, fürchten das Kruzifix. Das würde auch passen. Haben wir die Bücher nochmal gecheckt? Die sind im Keller genannt, glaube ich, einen zumindest. Also Ja. es ist jetzt sehr riskant, weil wir da 40% und 20% nur noch haben. Haben denn eigentlich die Fotos gezählt? Hier irgendwie ein bisschen was. Na gut, dann würde ich sagen, das ist ein Dämon, ne? Ich würde auch sagen, es ist ein Dämon. Wir haben einfach zu wenig Geld, um zu sterben. Zu wenig Geld, um zu sterben. Und zu viel, um gut zu sein. So ist es. Aber man braucht auch Luft nach oben. Das war das Erinnerungsfoto. Na dann. Okay, also sagen wir, es ist ein Dämon. Okay, und Und es ist ein Trommelwirbel. Dämon. Yay! Cool, ich besitze 121 Tacos insgesamt. Tacos. Ja, gut. Das war's. Die Runde ist vorbei. Wäre auf jeden Fall super schön, wenn ihr nächste Runde auch wieder mit dabei wärt bei Phasmo oder bei einem anderen Game. Und ja, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt, dann gebt uns doch gerne ein Like oder ein Abo. Das freut natürlich jeden YouTuber und auch uns. Und ansonsten macht's gut und bis dann. Ciao. Ciao.